Doch, wirklich! Also, der Klimawandel muss ja für irgendwen gut sein. Ne? Mit sterben die ganzen Eisbären, haben wir einen schönen Mantel. Das ist ja super. Guck. Ja, ich muss ja auch sagen, ich finde das ja eh total furchtbar. Meine Tante Tiffy, die hat früher zu mir immer gesagt, du isst auch, was auf dem Teller ist. Und was haben wir jetzt davon? Nur übergewichtige Kinder und alle Erwerbung. Ja, du musst ja gerne wissen, dass du den Teller auch noch mit isst. Kinders, es ist soweit. Da ihr leider ja nicht so ganz aus dem Peppen kommt, hier mit unseren Haaranalysen, haben wir natürlich Frau Professor Dr. Dr. Fantastisch heute Abend eingeladen. Und sie wird euch heute Abend ein klein wenig zum Thema Haare, Perücken und die Mode im Wandel der Zeit. Ein donnernden Applaus für Cora Fantastisch! Ja, die Dinge ziehen nach hinten und der Cora kommt nach vorne. Das ist ganz einfach. Ne? Müssen wir gleich nochmal applaudieren, wenn die da ist, aber das geht ja. Ne? So, jetzt wäre schön. Guck mal, Cora kann nehmen. So, eigentlich muss natürlich dieses Ding aufgemacht worden sein. Wer hat denn da geschlafen? Ich glaube, nicht, Frau Glamour. Steht nicht im Ablaufplan so drin. Die andere Seite. Und ich brauche den Ständer. Und den mit Frau Glamour mit nach hinten, oder? Auch der passt schon so. Ich brauche einen Ständer. Hallo. Du brauchst einen Ständer? Dann nehme ich dir mal meinen Knut. Auch hier den. Ach, da ist der Ständer. Ja, gib mir mal den Knut. Wow. Dann mache ich mal hier auf die Couch. Kann der was schlafen, ne? Der ist ja auch müde. Das ist aber auch süß, muss ich sagen. Ja, der ist süß. Ja, ja, schmeckt das auch Bild. Nicht. Dann gehe ich aus dem Bild raus. Das ist schöner, wenn die aus dem Ach, guck mal, das ist auf meine Größe. Ist das schön? Ach, guck mal, hier ist das. Das ist groß. Das ist wie Kino, ne? Ja. Das ist wie, wie heißt das hier? Synonym Center am Potsdamer Dingens, ne? Ja, 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 schön. Das ist wie 3D halt. Ich bin ja 4D. Du bist 5D, wenn ich hier noch hingucke. Oh, das heißt aber schön, Tilly. So, ne? Die Geschichte der Frisur. Da ist schon der erste Fehler drin. Wir hatten das gemacht. Ich. Es ist eigentlich die Geschichte der Barbiere und Friseure. Ja, das ist Lenz Schuld, der Besitzer, ne? Ja. Es darf auch jetzt schon ruhig das erste Bild kommen. Die Geschichte der Barbiere und Friseure lässt sich bis ins alte Ägypten zurückverfolgen. Damals noch als Haarmacher und Schmücker bezeichnet, konnten sie zu hohem Ansehen und Reichtum gelangen, wenn ihnen das Glück zuteil wurde, als Hofbeamte und Vertraute des Pharao zu dienen. Grauen und Haarausfall wurden unter den Mächtigen gleichgesetzt mit dem Verlust von Macht und Ansehen. Somit waren die Fähigkeiten der Barbiere und Friseure hoch geschätzt. Schon damals haben sich Spezialisten für verschiedene Tätigkeitsbereiche herauskristallisiert. Der Ideenreichtum zum Frisieren war schon recht bemerkenswert. Mit Harzen, Wachsen und Ölen sowie erhitzten Tonwicklern wurden die Haare gestaltet. Pflanzenfarben wie Henna und Indigo wurden zum Färben verwendet und als Kopfschmuck dienten Bänder, Diademe, Lotusblumen, Goldreifen und bunte Steine oder es wurden Perücken und Bärte aus einem Haar-Wolle-Gemisch getragen. Auch unter der einfachen Bevölkerung fanden sich Barbiere, die sich mit ihrem Handwerk aber nur schwer über Wasser halten konnten. Diese Entwicklung zieht sich durch alle Zeitepochen und wenn man sich die Gehälter des Berufszweiges in der heutigen Zeit anschaut, hat sich daran nichts geändert. Eine Handvoll Privilegierter bedient die Launen der Schickeria und der Rest kratzt mit 4,50 Euro die Stunde am Existenzminimum. Wir werden heute in dieser Präsentation jedes Jahr seit 5000 vor Christus einzeln beleuchten. In einer ca. 8-stündigen PowerPoint-Präsentation sind die wichtigsten Dinge zusammen. Das ist euch zu lang, oder was? Na gut, dann fangen wir hier ein bisschen später an. 15. bis 17. Jahrhundert. Lenz? Drücken Sie mal kurz auf den Knopf, ne? Wir überspringen jetzt erstmal die ersten 5000 Jahre. So. Als es einen erneuten Ausbruch der Pest Ende des 15. Jahrhunderts gab, bedeutete das das endgültige Aus für den Großteil der Badehäuser. Die Körperpflege reduzierte sich auf ein Minimum, die sogenannte Katzenwäsche. Das heißt Pudern und Auftragen von Duftstoffen, um den Körpergeruch zu überdecken. Hier erkennt man auch Parallelen zur heutigen Zeit. In dieser Zeit waren die Arbeiten von Frisurengestaltern und Perückenmachern immer mehr gefragt. Die Damenfrisuren wurden immer aufwendiger und die von Frankreich ausgehende Perückenmode für Männer nahm beachtlichen Einfluss auf das gesellschaftliche Leben. Das Tragen von Perücken wurde zur Vorschrift und zusätzlich auch versteuert.
Aufgrund der hohen Nachfrage stieg der Preis für eine Perücke so weit, dass viele Familien sich kaum noch etwas leisten konnten, damit jedes Familienmitglied mit einem solchen Stück ausgestattet werden konnte. Es wird auch heute bereits wieder über die Einführung der Perückenpflicht im Bundestag verhandelt. Hier sehen Sie eine typische, mit Haarteilen erstellte Frisur. Das ist furchtbar. Das ist ein Traum. 18. Jahrhundert. War das Haar anfangs in weichen Wellen, flach auf dem Kopf liegend, gepudert und teilweise mit Kunstblumen und Bändern verziert, so gestaltete man die Frisur ab 1760 immer aufwendiger, kunstreicher und höher. Der Friseur kämmte das Haar zunächst auf die Seite und legte ein hohes Rosshaarkissen auf den Scheitel. Anschließend zog er das Haar stramm über dem Kissen in die Höhe und befestigte es mit Nadeln und viel Pomade. Eine Flechte und zwei Haarrollen schlossen die Frisur im Nacken ab. Mit viel Weizen oder Reismehl wurde die Frisur weißgrau gepudert. Auch heutzutage pudert sich die ein oder andere Dame der Gesellschaft gerne mal mehr als nur die Perücke. Das perforiert allerdings sowohl den Geldbeutel als auch die Nasenscheidewand. Seidenbänder, Federn, Blumen und Gase runden das ganze Bild ab. Größere Gegenstände wie Fruchtkörbe oder Landschaften verkünstelten die Frisuren. Hier drei Beispiele von typischen Hoffrisuren im 18. Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert. Am Ende des 19. Jahrhunderts kehrte Schlichtheit ein in der Frisurenfrage. Immer mehr Menschen gingen zwar zum Coiffeur, aber aufwendige oder vor allem strenge Frisuren kamen außer Mode. An deren Stelle traten einfache, praktische, wilde Frisuren in Anlehnung an das jugendlich natürliche Lebensgefühl, das dem Jugendstil seinen Namen gab. Lediglich gefärbt wurden die Haare und in Paris kommen die ersten Vorreiter der Dauerwellenapparate auf den Markt. Nicht zu verwechseln mit dem heute allseits beliebten Just-out-of-bed-Look der desillusionierten Jugend aus dem Prenzlauer Berg. Bei den Männern erfreuten sich Koteletten einer großen Beliebtheit. Diese fallen für heutige Betrachter durch ihre Extravaganz und Buschigkeit auf, aber trotzdem auch heute immer wieder gerne vom gemeinen Nerd kopiert. Auf dem Bild Brigitte Schlusenkopf bei der wöchentlichen Routineuntersuchung bei ihrem Frauenarzt. Da leben ja auch Tiere drin, ne? Ja. Die sind aufgestorben jetzt. Wir springen gleich ins 20. Jahrhundert, in die 20er Jahre. In den 20er Jahren kommen Kurzhaarfrisuren in Mode, unter anderem verursacht durch die sich ändernde Stellung der Frau in der Gesellschaft. Oft wurden jedoch Hüte getragen, die vom neuen Haarschnitt nicht viel erkennen ließen. Das nächste Bild. Ja. Auf dem Bild sehen Sie eine moderne Form der Wasserwelle bei unserer geschätzten Kollegin Sheila Wolf. Flankiert wird sie hierbei von zwei Kolleginnen, die dem jahrtausendealten Trend zum blonden Haupthaar anheimgefallen sind. Schon im alten Ägypten ließen reiche Damen ihre Haare in der Sonne bleichen und die hitzebedingte Hirngärung darf wohl als Ursprung des heutigen Blondinen-Images betrachtet werden. Die 30er und 40er Jahre. Hier sehen Sie die berühmte Olympia-Rolle, die Emanzipation der Frisurenmode. Zu Beginn der 30er Jahre stehen infolge der allgemeinen Begeisterung über die Entdeckung des Tutanchamun-Grabes Frisuren mit Anleihen aus der klassischen Antike im Mittelpunkt. Aber auch die durch die Filmindustrie verbreitete Page-Boy-Frisur muss in diesem Zusammenhang genannt werden. Mit ihrer nach innen geschlagenen, geraden Kontur im Nackenbereich trifft sie, kombiniert mit der Olympia-Rolle, den Geschmack der jungen Generation. Dagegen prägt das Kopftuch à la Turban das typische Bild der Trümmerfrau. Die 50er Jahre. Der Rock'n'Roll begeistert die Welt und bei den Männern ist die Elvis-Tolle angesagt. Unter den Bärten feiert die Kotelette ein Comeback, ausgelöst durch den bekanntesten Kotelettenträger überhaupt, Elvis Presley. Bei den Frauen sind hochtopierte Haare ein absolutes Muss. Ist es in den 50er Jahren noch recht beschaulich? Wird es in den 60er Jahren zunehmend immer höher im Gebälk. Gemeint sind hier die Haarteile und Perücken, die sich teilweise zehnfach getürmt auf den Häuptern der Damenwelt befinden. Auch bekannte Persönlichkeiten konnten vor dem Hype nicht fliehen. Hier zu sehen die junge Angela Merkel in ihrer Teenagerzeit. Die 70er Jahre. Eine Generation stellt sich gegen das Establishment. Punks tragen die wohl auffälligsten und buntesten Frisuren in dieser Zeit. Am meisten bekannt sind sicherlich die Irokesenschnitte, die die rebellische Haltung unterstreichen sollten. Leider hat sich diese Anwendung geweigert, den Iro in seinem Speicher aufzunehmen. Wir gehen deshalb direkt weiter in die wohl interessanteste Epoche der Frisurenwelt, ausschlaggebend für viele Perückenkreationen bis in die heutige Zeit, die 80er Jahre.
Der bekannteste Trend aus den 80er Jahren ist zweifelsohne die Fokuhila. Kurzform für vorne kurz, hinten lang. Die Fokuhila gilt ja seit 1995 als ausgestorben. Allerdings wurde in letzter Zeit wieder vermehrt Exemplare gesichtet. Vor allem unter den Mitarbeiterinnen der BVG und Securitas. Ebenso hielt die Dauerwelle Einzug in die heimischen Frisiersalons. Auch wegen dieser hat sich der Trend zur Zweitfrisur etabliert. Viele der überstarken Dauerwellen führten zum Verlust der eigenen Haare. Der allseits beliebte, bekannte Dauerwellbruch. Viele der uns bekannten Stars griffen zum Fifi. Sandra, Nadja Tiller, Dieter Bohlen und auch Sinead O'Connor. Ihre Glatze war eine unheimlich gut getarnte Perücke. Die einzige Künstlerin, die nie eine Perücke trug, war Joan Collins in ihrer wohl bekanntesten Rolle mit dem leicht zu merkenden Namen Alexis Morel Carrington Colby Dexter Rowan. Sie blieb sich immer treu, trotz der starken perückentragenden Konkurrenz. Blake Carrington trug von der ersten Sekunde an zwei Haare. Sie überwand auch jegliche Zweifel an der Echtheit ihres Haares in einem nicht veröffentlichten Roman, Nicht ohne meine Haare. Es ist im Stil eines Tagebuchs gehalten, in dem jeder Tag ihre Karriere mit einem speziellen Echthaarprotokoll unterlegt ist. Inklusive der Quellennachweise von Vidal Sassoon, Motzherr, Udo Walz und Co. Dieser ist bis jetzt immer noch nicht veröffentlicht. Er wird aber, wie man aus zweifelsfrei sicheren und seriösen Quellen des Springer Verlags hörte, bald in einem ihrer Magazine zu lesen sein. Hier endet die Frisurengeschichte, denn es kam eigentlich nur noch Wiederholungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich werde am Ende der Show alle Einzelheiten nochmal abfragen und wenn nicht in der Lage ist, den Vortrag lückenfrei wiederzugeben, muss ich ihm leider nochmal lauschen, bis er sitzt. Das ist total toll, ne? Und du bist als Fleischerfachgehilfe kann er immer noch tragen. Bist du Fleischerfachgehilfe? Ja, gelernte sogar damals, ja. Ja. Ich musste immer da die Dings, die Därme musste diese ich Liebe. Wasser ausspülen. Da ist ein bisschen Kacke mit drin geblieben, aber sogar. Das ist für die Wurst, das ist dir ganz gut. Ja, den Aroma habe ich gehört. Ja, hast du Würze, ne? Ja. So. Kinders. Ach, da bist du ja wieder.